Du hast mal wieder richtig Bock auf Kaiserschmarrn, aber bist vegan. Ich hab da was für dich. 125 Gramm Mehl, 50 Gramm Zucker, 8 Gramm Backpulver, 8 Gramm Vanillezucker und eine Prise Salz. Und zu guter Letzt den Haferdrink einrühren, bis es komplett klumpenfrei ist. Eine gute Ladung vegane Butter zerlaufen lassen. Und jetzt gebt ihr euren Teig da rein und lasst das Ganze für so 1-2 Minuten anbacken. Und jetzt kommt das Ganze bei 200 Grad für 10 Minuten in den Backofen. So, jetzt zerrupfen wir das Ganze in grobe Stücke. In einer separaten Pfanne nochmal Butter erhitzen, Esslöffel Zucker rein und dann euren Schmarrn da reingeben. Und jetzt karamellisiert ihr das Ganze in der Pfanne nochmal goldbraun. Puderzucker drüber, auch wirklich nicht geizen. Apfelmus in die Mitte, probieren wir mal. Crunchy karamellisiert, köstlich.